Meine Damen und Herren, Servus und grüß euch zu einer weiteren Folge hier aus Bergisch Land mit mir. Ja, es gibt ein paar Sachen, die wo ich schon gleich mal zu Anfang mit euch reden muss. Und zwar erstens, warum die letzten Tage so wenig Kämmer ist. Es lag daran, weil der eine oder kennt einen Philipp-Kollege, mit dem wo ich auch gerade aufnehme. Bei dem ist tatsächlich der PC kaputt gegangen, wie auch immer. Und ja, deswegen konnte man da leider nicht mehr aufnehmen und jetzt selber alleine aufnehmen, dachte mir so, nee, es ist einfach ein Multiplayer-Projekt, beziehungsweise wir haben es so angefangen und ich möchte es auch so weiterführen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir halt einfach mal ein paar Tage Pause. Und in der Zeit war ich auch nicht untätig, sondern ich habe auch viel gemacht. Jetzt nicht hier auf dem Spielstand, sondern auch was anderes. Du kannst euch dann auch schon drauf freien. Auf jeden Fall das Kind bald auch da die erste Folge. Ja, jetzt kommen wir tatsächlich zu dem, was hier zum Dorn gibt. Und zwar, wie gesagt, ich habe mal unsere Förder bzw. unsere Sachen angeschaut, die wo uns kehren. Und ja, in der Folge werden wir die mal ganz kurz alle durchschauen. Ich habe jetzt extra die Folge hier gestartet, weil letztens, wo wir im Wohnzimmer drin waren, gab es ja so die ein oder andere Probleme mit der Türe, was jetzt hier nicht ganz so stark ist. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal draußen. Und ja, wir werden uns jetzt gleich mal in unseren fünf... das bin ich gerade mal überlegen. Weil, ob wir mit dem 515er von sind oder mit dem Glernern. Da tut es eigentlich der 519er auch, ne? Ja gut, dann lassen wir den 515er stellen, den nehmen wir dann für die schwereren, größeren Arbeiten hier. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe ein bisschen miteinander auseinandergesetzt, wo die denn alle liegen, die Förder. Und da werden wir hinten mal vorbeischauen. So, wurde mal gestartet. Oh, der ist eigentlich schon mal gleich als erstes gesprungen, das war auch schon. So, tun wir mal zu. Dann lassen wir das fahren hoch. So, dann holen wir mein Tablet raus, jetzt haben wir das seitlich noch. So. Dann schauen wir doch mal, wo es uns denn alles kehrt. Also ist rechts hier unser Hof, da wo wir eh sind. Dann haben wir die Wiese 88, das Feld 89. Hier drüben müsst ihr am Ackersee die 76, Wiese 104. Ja, ist eine Wiese, bin ich richtig. Feld Nummer 38 und ist 60. Wir haben hier ein großes Waldstück. Ja, die Vorbesitzer waren sehr gerne im Wald unterwegs. Und haben sie da viel Sachen in Void angelegt, beziehungsweise für den Void investiert da. Und ja, da werden wir dann auch vorbeischauen, was man denn da alles so machen muss, ob da jetzt noch ein paar Türen drin stehen. Hier, das ist auch so ein Waldstück, damit ich weiß nicht, was das ist, das sehen wir dann, da fahren wir halt dann rum. Dann haben wir nochmal die 16. Und hier oben haben wir nochmal zwei Wiesen, einmal die 42 und die 45. Ich weiß nicht, ob da jetzt momentan eine Fördergrenze ist, beziehungsweise ob der Weg längs geht, ansonsten könnte ich mal schauen, ob ich die zusammenlegen darf, beziehungsweise co. Aber wahrscheinlich eher 8, weil, wie so gesagt, auch die zwei Waldstückler, die liegen direkt hier hinten auch. Da sieht man hier leichten Weg, so wie er hier längs geht. Auf jeden Fall hier sieht man natürlich die Grenze besser. Die zwei kehren uns auch. Da dran kehrt uns soweit nix. Das ist natürlich auch ein riesiges Waldstück da dran, aber da haben wir natürlich nichts gekauft, das gehört alles zum Start. Und ja, wie gesagt, wir werden uns ein Handy jetzt mal an die Sachen widmen. Da hinten haben wir eigentlich, da sind wir ja letztes Mal in der Schanau gelaufen, da brauchen wir jetzt eben nochmal extra Kindrifon. Ja, das heißt, wir fahren jetzt als erstes gleich mal zu Wiese 104 runter. Da kann ich eigentlich ja auch hier den Weg von der Musik auf die Hauptstraße auf. Ich weiß gerade, ob ich da noch kommen darf. Ja, hier über den Waldweg, da glaube ich noch kommen oder spätestens da vorne. Aber ich kann ja einfach den Weg nehmen. Wenn wir ihn schon haben. So, dann machen wir mal Rückwärtsgang rein. Und bremse es raus. Dürfte eigentlich nichts mehr fallen. Oh, Lenkrad nochmal herkloppen, das ist wichtig. Ansonsten das ist das Ganze eh so schwer zu fahren. So. Ich hätte jetzt natürlich auch einen Diesel nehmen können, aber es ist jetzt doch nicht ganz so warm draus. Hat jetzt gerade mal 7 Grad und ja, wenn ich jetzt noch mit dem GT oder mit irgendeinem Foto ziehe, dann natürlich schon noch ein bisschen mehr da oben, wenn er eine Kabine hat. Aber ja, wir fahren jetzt erst im Hintere. Und beziehungsweise der war jetzt auch einer für die, wo am längsten gestanden ist. Ja, und zwar probieren wir dann natürlich im Laufe der Zeit auch noch aus. Braucht euch keine Sorgen machen.
ging es jetzt hier? Ne, es ging jetzt noch weiter, weil okay, da haben wir einen Void, ne, können wir zum Acker runter. Okay. Müssen wir natürlich auch schauen, ob der Kurve. Ah, du siehst schon, der gehört weit uns sowieso, oder? Drückt hier direkt an der Grenze. Ist normalerweise relativ auffällig, aber ja. Ja, meine. Okay, wir wollen nachschalten ein bisschen. Und ja, ich bin leider nicht dazu gekommen, hier nochmal in die Diesel nochmal anders Getriebe zu bauen. Aber wird demnächst auf jeden Fall auch gemacht werden. Da braucht es euch keine Sorgen zu machen. Ja, wie gesagt, hier sind wir tatsächlich schon in unserer Wiese auch gekommen. Wir werden jetzt durch Nathan, weil es ist ja doch aber relativ los. Und das ist jetzt das Großteil vor, das macht ja auch keinen Sinn. Oder? Ich werde jetzt nochmal kurz halten. Und einfach mal kurz auf die Wiesen nachlaufen. Das können wir ja machen. So, machen wir zu, dass uns einer wegfahrt. So passt. Ja, wie gesagt, das Gras, das wächst jetzt erstmal. Wir haben jetzt hier Anfang Frühling. Wir haben jetzt Februar. Ja, Baum können wir zwar schon wohl ein bisschen raus. Mit die Bleilern, aber jetzt ohne nur zu fest, denn wir jetzt auch gerade schon alles schön kriegen, aber man sieht, es geht schon langsam ins Thema Frühling. Ja, wie gesagt, große Schere sind zwar Buchflächen, da wo ich jetzt groß fight. Kann wo seht ihr so schön, also da mal gewollt hat. Und ja, oder wie man aus, immer muss dementsprechend ist. Wenn jetzt so noch mehr so Lukern sein, das sehe ich ja dann schon, ob die zuwachsen, weil nicht, dann muss ich da halt nächstes Jahr dann nochmal nachrissen. Und ja, dann passt eigentlich das somit auch. Dann haben wir uns da angeschaut, beziehungsweise da vorne, da können wir eigentlich dann früh fahren. Das heißt, dann gehen wir da wieder rein. Jetzt gehen wir mal wieder zu. Lenkrad klappt mal her. So, haben wir Bremse raus. Können wir durch nichts, das passt. So, ich muss jetzt schauen, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt zu euch ackern und fördern, beziehungsweise wie es denn durchkommt, dass ich euch jetzt in der Folge anschaue. Aber ich schaue, dass ich scharf. Hier ist anscheinend auch irgendein Wanderweg. Ah ja, da tun die so Tafel. Komm mal schnell da her und halten nochmal ganz kurz, weil ich muss jetzt nochmal schnell auf mein Tablet schauen, wo denn da der nächste Acker oder ähnliches ist, wo es uns gehört. So, wir sind jetzt hier unten. Das heißt, wir können eigentlich gleich mal zu dem Waldstück rumfahren. Weil da drunten gehört unser Acker mehr. Ja, das passt. Das heißt, wir können hier längs fahren, dann da. Ja, stimmt, das passt perfekt. Da haben wir nämlich einen Acker und da haben wir ein Waldstückler. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt bloß dem Weg folgen. Und dann rechts abbiegen mal. Das passt eigentlich. Was jetzt geht? Ja, normalerweise schon. Ich glaube jetzt nicht, dass das Wanderweg. Ja, der läuft da drunter, oder? Beziehungsweise ist er, glaube ich, bloß ein Parkplatz für Wander, für Leute, für Leute, die ein bisschen wandern wollen. Oder spazieren gern. Ja, landwirtschaftlicher Verkehr frei, im Sinne landwirtschaftlicher Verkehr. So, dann fahren wir nochmal längs. Wenn wir halt schauen, dass wir zu schnell laufen, dass da vielleicht, zu schnell fahren, dass da irgendwo ein paar Fußgänger unterwegs sind, wie gesagt, Wanderer oder was. Ja, da ist jetzt gegen ein bloßer Weg, nein. Da wollen wir nicht gerne spazieren laufen. Man muss schon sagen, es ist eine schöne Gegend. Ist zwar nicht zu warm, aber zum Spazieren gehen langs alle mal. Ah, da hat es einmal einen Umkartenbaum. Sieht man, ah, da sind ein paar Fädel. Gehen sie es weg. Ja, sind weggegangen. Flugzeug ist auch wieder unterwegs. Na, das sind jetzt Oppo-Kerle, die wir Raben oder was sind. Das kann ich jetzt genau hochgeben, Code. So, da vorne geht es dann rechts, ich weiß jetzt, geht es auf der Hauptstraße oder was nach? Sagen wir mal langsam. Ja. Halber. Landstraße würde ich mal sagen, ist. Kann man es bezeichnen. So, dann kommen wir doch mal längs. Ich habe jetzt gerade. Ja, jetzt habe ich nicht mal nachgeschaut, hätte ich nochmal schnell halten gehen und nachschauen. Aber normalerweise. Also, ich fahre mal so ein Stückchen, vielleicht gibt es da vorne irgendeinen Platz, wo ich nochmal halten kann, damit ich nochmal schnell schauen kann. Weil jetzt erzähle ich jetzt um meine ersten Runden da rum. Bin ich jetzt vorher noch nie rumgefahren oder gelaufen. Ah, und da können wir schon eine Abzweigung.
Ah, ich fahre jetzt einfach schnell. Ja, kann man doch nichts. Ich hol jetzt einfach schnell da. Ja, am Weg stellen wir momentan auf jeder. Dann passt der so. So. Dann gucken wir noch mit uns kurz nach. Ja. So. Wir sind jetzt da. Ah ja, wir müssen aber. Ah, wir müssen so gut, oder? Dann bin ich sogar auf dem richtigen Weg. Ja, das heißt jetzt da, dann fahren wir da nochmal links und dann sind wir eigentlich da. Ja, okay, das passt. Das kann ich mir merken. Jetzt fahren wir da ganz kurz ein bisschen in den Großstrafe, ne? Oh, mit einer Rohschalten da, so. Hier vorne links, wenn es hier schon näher geht. Ja, da, weil da können wir schon den Wald, ne? Ja, passt. Das heißt, das sind quasi so brode Wege, ja, nicht, ne? Sind wir jetzt da schon bei uns am Acker? Ja, sind wir, weil da war nämlich die kleine Fläche. Das heißt, wir halten mal, beziehungsweise halten wir roh. Können wir da halten? Ja. Ja, da können wir halten, das passt. Kann man doch nichts. Warte mal, vorher gucken wir nochmal schnell auf. Ja, da muss ich halt ein Stückchen vor die laufen, das ist jetzt nicht so schlimm. So, tun wir mal wieder zu. Tablet lassen nämlich da liegen. Brauche ich jetzt halt gut schleppen. Naja, kann ich schon verstehen, die Leute, wo du bloß spazieren gewöhnen, aber ist einfach schwer. Wenn das alles jetzt so grad frisch rauskommt. Wie gesagt, das ist ein Acker für uns, das schaut aus, wie wenn auch Gerschen war da. Okay. Wunderbar. Das heißt, dann müssen wir uns dann halt bald, ich muss halt mal schauen dann, ob das Film braucht oder irgendwas ähnliches. Beziehungsweise werden wir mal schauen, dass ich mir demnächst dann vom Händler, beziehungsweise ja, vom Händler, das Bodenprobengerät ausleihe, damit ich da Bodenproben ziehen kann, wieder der Bauern ausschaut, was er denn alles so braucht und so weiter. Ja, muss ich schauen, dass ich demnächst dann noch mache. Wie gesagt, da ist ein Waldstückler, das gehört uns. Beziehungsweise das Waldstückler, der ganze Wald eigentlich so weit. Können wir mal kurz ein bisschen reinlaufen. Zecken oder so, wir sind ja jetzt nicht so oben, der ist nicht so warm. Kurz drüber gesprungen oder mal ein bisschen durchlaufen müssen. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt. Der steckt. Ist ein bisschen gefährlich. Kann ich den noch drücken? Ah, geht, das ist schwer. Na gut. Ja, da sind ja noch ein paar Pfützen da. Weiß ich, es hat doch ja schon vor kurzem mal geredet gehabt. Und wie gesagt, wir sind da jetzt in dem Gebiet, wo ein bisschen los so ist. Und ja. So an sich passt es eigentlich. Sehe ich jetzt aufs erste sehe ich jetzt da keine Türe, oder? Bis auf dir da deint. Na, es passt. Ah, gut. Na, ja, gerade schon, da sind Fichten. Oh, die sind aber schön groß. Na, schön, so schön. Muss man schon sagen. Wo hab ich denn? Ah, da fahren sie übers Rad. Na, da steht er. Ja, wie gesagt, ich laufe jetzt echt durch den ganzen Wald durch. Weil das Wichtige ist mir jetzt, dass ich jetzt die Felder schaue. Und beziehungsweise unsere Sachen, die wollen uns gerne neu ablaufen. Damit wir da dann das umgesehen haben. So. Dann machen wir die wieder zu. Da können wir eigentlich weiter von und wir schauen jetzt mal vorher noch, wo wir jetzt noch müssen. Wir waren jetzt da, wie gesagt, das gehört uns alles. Das heißt, ich weiß gar nicht, ist jetzt dieser Buch? Kann man morgen. Ja, schaut aus, wie wenn es ein Buch oder ein Fluss. Naja, Fluss, ein Fluss ist klar. Aber keiner Bachlauf oder was war. Ja, unser nächster Acker ist die 60, ist total, das heißt. Wir müssen irgendwie auf die Hauptstraße, aber sonst können wir da halt auch. Bei unten, wie gesagt, da gehört uns nichts mehr so weit. Und dann können wir uns eigentlich da zu 16 und dann da hochkämpfen, beziehungsweise zu den anderen zwei Wiesen und dem Waldstückler. Da gehört uns soweit nichts mehr da dran. Und dann, wie gesagt, wenn wir wieder auf dem Heimweg sind, dann zu 76 nehmen wir um. Ja, ist eine schöne Tour, würde ich mal sagen, ne? Ja, für den Sonntag, das passt. Können wir mal. Oh, können wir doch nichts. Also ich weiß nicht, wo die Leute laufen, wahrscheinlich eher im Wald innen, den wir bis da. Und wir haben so ein Haufen Autos gesehen. Aber jetzt Wanderer oder Fußgänger haben wir jetzt bis da noch keinen gesehen. Naja. Ja, wie gesagt, da ist das Wasser da. Ah, da haben sie mal wieder was weggemacht. Das
mag da noch alles sein. Ja, anscheinend war wahrscheinlich mal der Käfer oder was drin. Oder hat der Wind mal umgerissen, weil das ist so Ecken so. Kann er natürlich schön rein, ne? Oh mei. Solange bei unserem Wald nichts feit. So, fahren wir noch ein paar Häuslern. Ich weiß jetzt gerade, kann ich da längs fahren? Ich glaub schon, weil der Weg, ich habe jetzt keine Abzweigung gesehen. Ich fahre jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen langsamer. Also, so ein kleines Gebiet. Ah, da geht's wieder auf der Straße, na. Kann ich da ohne ausfahren? Nein, da kommt jetzt jemand rein. Ja, da ist so ein kleiner Spielplatz da. Ein Haus wird gebaut, okay. Ah, Baumschule. Weiß nicht, ob die Weihnachtsbaum anbauen. Glaubst du zwar jeder? Übrigens. Da wird zu schnüffeln, dass ich es lesen kann. Baumschule, glaube ich, ne? Ja, Baumschule Jürgens. Okay. Das heißt, wenn wir mal Baumland brauchen, dann wissen wir, wo wir laufen müssen. So. Gut. Ich weiß gerade, ob ich da jetzt noch richtig bin. Wenn wir irgendwo auf der Hauptstraße treffen, dann schon. Da ist jetzt eine Abzweigung. Das muss ich tatsächlich jetzt mal kurz halten. Hinter uns ist keiner. Können wir nochmal schnell schauen. Oh, wir sind ja ganz. Nein, wobei wir sind da ganz falsch. Wir sind da links und dann da vorne. Ah, da ist erst der Punkt. Ah, okay. Das heißt dann da und dann da vorne braucht es links. Und dann. Ja, okay, gut. Das schaffen wir. Dem können wir schon nach. Folgen dem Weg dann. Unübersichtliche Steuer, aber gehört. Ja, ich glaube viel mehr als landwirtschaftlicher Verkehr als wie. Und für die Anwohner da ist da eh viel mehr Verkehr. Das heißt, das passt eigentlich an sich. So, braucht da einfach jetzt schon schnell fahren. Weil es vielleicht sind ein paar Kinder oder vielleicht ältere Leute. Die wollen halt da, dass da einer mit 43 entlang heizt. Ah, da ist der kleine Bogen, wo ich vorhin auf der Karte gesehen habe. So. Müssen wir jetzt da schon links? Glaub schon, gell? Linke sind wir mal, ist zwar keiner da. Mach ich aber teilweise immer schon aus Reflex. So, können wir dann noch. Ja, geht. Ich hoffe jetzt einmal, ich bin richtig. Ansonsten haben wir ein kleines Problem. Ja, so das Problem, wir müssen heute dann umdrehen. Aber das schaut, glaube ich, ganz gut aus. Oh ja, das schaut gut aus. Da haben wir nochmal zwei Acker, da haben wir. Was geht jetzt? Ah, dann haben wir einen Tunnel. Ne, da wollen wir eh längs. Jetzt geht's auf die Hauptstraße. Ich wollte es eigentlich vermeiden, aber es geht halt nicht, aber. Wir müssen halt jetzt nur schauen, wann wir dann wieder nehmen müssen. So. Passt. Wir fahren nochmal ein Stückchen entlang. Wir müssen da schon kurz nah auf. Ansonsten müssen wir halt dann irgendwo mal links oder rechts, das ist ja wurscht wo, mal kurz vielleicht in einen Weg nehmen fahren, damit wir da kurz schauen können. Wo wir denn noch müssen. So, da ist. Wieder mit mir eben noch. Ah, ich fahre jetzt da schnell da rechts, ne? Ich fahre jetzt da wieder irgendwo falsch noch vor. Da uns ist gar nichts, das passt. So, das heißt, wir halten da mal schnell. Ah, da hinten ist auch noch auf das, sehe ich gerade. Oder Häusler. Wo sind wir jetzt? Ah, wir sind. Oh ja, das war eigentlich ganz gut. Wir hätten den nächsten links nicht gemisst. Sonst wären wir vorbeigefahren. Okay, gut. Das heißt, wir können dann doch. Können wir dann da hinten rumfahren? Na, das ist glaube ich schlauer, wenn wir dann wieder zurück auf die Hauptstraße fahren. Weil da hinten. Oh, bei mir könnten eigentlich da hinten über den Wald fahren. Das war eigentlich halt so schlecht. Dann müssen wir die ganze Zeit auf der Hauptstraße fahren und den Verkehr aufhalten. Oh, das könnte man eigentlich schon machen. So, ich mache jetzt was, das wo man eigentlich echt machen sollte.
Aber ich sehe, da kommt gerade nichts. Oder ne, kommt nichts. Das heißt, wir fahren nochmal ganz kurz rückwärts raus. Das hätte man normalerweise eben machen, lernt man in der Fahrschule. Ich fahre schon jetzt so. Aber da ist jetzt gerade nichts gekommen. Nehmen wir jetzt da links, ne? Ich glaub schon, gell? Was kommt da einer? Kommen wir vor? Ja, der ist noch weit mehr weg. Einmal jetzt hinten können wir, ja, geht. Zwei Druck schalten, aber es passt schon. So. Also, cool weit. Okay, war auch angeschrieben. Aber sieht man, da ist das sowieso schon neu, also die ist nicht in Betrieb. So, ich weiß, wir müssen da ein Stückchen hinter ihm und der Weg führt ja direkt an unseren Acker, no, den dürfen wir eigentlich da nicht übersehen. So, ja. Hätte kommen, das passt. Ich glaube, da vorne, da draußen ist Kura. Sichten muss, dass Kura so weit außerhalb von der Ortschaft ist. Aber gut. Ich glaube tatsächlich, das ist schon unser Acker. Ich halte jetzt mal ganz kurz, da störe ich ja keinen. Ah, tatsächlich ist unser Acker. Wunderbar. Schauen wir da auch kurz. Schauen wir den auch kurz an. So. Rapsstoppeln, okay. Ja, da haben wir schon viele unterschiedliche Sachen. Aber ich weiß gar nicht, ob die Sachen vielleicht verbracht waren. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber laut dem, was die gesagt haben, sind es die letzten Jahre, ich verbracht, wenn also im Prinzip seit unser Event gegangen sind. Ja. Passt. Gut, dann haben wir den auch gesehen. Dann müssen wir jetzt eigentlich irgendwie wieder umdrehen. Was gut, da vorne kann man glaube ich umdrehen, ist das gern. Und dann müssen wir ungefähr bis zur nächsten größeren Abzweigung nachfahren, ne? Ja. Ja, gut. Das dürfte jetzt nicht das Problem sein. So. Und ja, apropos Eier, weil ich habe den 3145 gekauft. Ich bin jetzt tatsächlich nicht so dazu gekommen, ich habe mir zwar noch ein bisschen genauer angeschaut. Aber dass ich jetzt so viel gemacht habe, bin jetzt nicht dazu gekommen. Aber das ist ja auch eher ein bisschen so ein Herzenswunsch, dass ich den hier richt. Und das habe ich jetzt, ich habe ja keinen Termin, wo ich ihn fertig kommen muss. So, ich will jetzt da 2-3 fahren. Also halt doch ein Kürer. So. Aber was jetzt gerade die Gräber? Ah, das sind dahinter, okay. Ich muss gerade denken, weil ich gar gesehen habe. So passt. Ja, das heißt, wir fahren jetzt so wieder zurück. Aber die Kurweigen geht aber schön weit drauf da. Weil die haben einen schönen Auslauf. Nur mal schon so. Wir haben schon gut dick hier. So, dann können wir wieder auf die Hauptstraße. Das heißt, mit denen mal ein bisschen langsamer. So, da lang. Kommt da was? Ah, jetzt habe ich gerade den Bügel da. Ah, da kommt einer. Jetzt geht's aber. Ah, es gibt nichts. Gut, passt. So, wie gesagt, wir müssen jetzt bis zur größeren Abzweigung Grudenau. Und wir haben unser Feuer auch geschaut und ich hab's mir gemerkt. So, geht's zum Berg rein. Einer dran haben wir auch noch auf. Geht's aber gut rauf da. Ich denke gleich wieder noch. Müssen wir jetzt da schon rein? Nein. Nein, weil dann haben wir den Hof nicht, können wir uns weiter, ne? Ah, übrigens, da ist der Händler da. Landmaschinenhändler. Bin ich jetzt schon vorbeigefahren? Nein, oder?
Ich hab's einmal jeder. Aber sicher bin ich mir jetzt so wieder. Na, jetzt ist fix, ich bin vorbeigefahren. Das ist jetzt, das war jetzt eigentlich so geplant. Ah, hinter uns kommt einer. Ich fahr jetzt noch rechts, ne? Der spart nicht so, aber mei. Können wir jetzt auch noch machen. So, dann fahren sie vorbei. Na, hier kommt noch einer. Ja, wir müssen jetzt raus, weil wir können jetzt nur so viel. Ah, können wir hier drum. Ungünstig. Einmal. Ich soll jetzt nicht auch noch stark gehen, macht man normalerweise wieder. Aber ist da vorne bei dem Haupt oder am Neckgänger? Hätte ich jetzt zwei gemacht, aber kann gut sehen. Das muss man wahrscheinlich damit wieder vorbeifahren. Aber ich habe mir jetzt ungefähr alles gemerkt, wo es die Förder liegen. Das heißt, wenn man dann zum nächsten Mal dann auch kann oben oder was. Ja, fahr doch jetzt so dicht auf da hinten, mein lieber Gott. Überhol ich halt dann. Sind wir aber so gut, die Leute. Glaubst du, oder? Das ist ja dumm, wenn man rein. Aber jetzt kommt's ja vorbei. Na, hier ging's tatsächlich entlang. Ah, da ist der Kuba-Auto. Ah, okay. Schaut mir auf jeden Fall da noch aus. So, Brocker Betriebe da. Also jetzt hatte ich da mal, bevor ich wieder irgendwo voll schnell fahre. Schauen wir mal kurz auf Karten. Verdammt, haben wir ja schnell gemisst. Aber nein, wir wollten ja... Das ist eigentlich auch ganz gut, dann können wir da hinten über den Wald fahren. Das passt. Aber ich hätte jetzt gemeint, die Distanz war jetzt viel geringer gewesen. Wenn wir jetzt da schon mal nicht gemisst, hätten wir nicht erst da. Aber gut. Hab ich auch kein Problem damit. Wenn wir jetzt in der Hauptstraße fahren, hatten zwar riskante Wendemanöver, aber gut. Da kann man jetzt davon absehen. Zum Glück war die Polizei da. Ja, ich glaube, da ging es längs. Ja, da können wir dann hinten weit, ne? Was sind aber schöne große Acker da? Muss ich sagen, hätte ich schon mal Lust, da wo drauf die wo zu bestellen oder was. Aber momentan, glaube ich, sind wir mit unseren Fördern bzw. die wo wir haben und Wiesen gut ausgesagt, würde ich mal sagen. Weil wir haben jetzt da halt die riesigen Arbeitsbreiten. So. Ging's irgendwann mal in den Wald? Nein. Ich glaube eh, oder? Ich hab nichts gesehen gehabt. Also da vorne dran. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich sag, wenn man da natürlich noch nie war, ist es schwierig. Wenn man sich da dann gleich auf Anhieb so zurechtfindet. Aber ich glaube, du gingst tatsächlich rein, oder? Komm, vorsichtshalber, nein. Dann halten wir nochmal ganz kurz. Wenn ich mal kurz nachschauen. Ah, wir sind richtig gut. Ah, das heißt dann da und dann ungefähr da vorne wieder raus. Okay. Ja. Sehen wir schon. Wie es läuft. Brauchen wir jetzt echt zu schnell fahren. Der Weg ist zwar schon relativ gut aus. Aber ist da ein bisschen batzig. Und. Gut, so ist halt der Waldweg. Der ist jetzt echt so. Schön aufgießt wieder aus. Oder wie jetzt normale Straße oder was. Aber es ist schon schwer, muss man mal sagen. Ja, bin jetzt. Versuche aber bitte die Pfützen zu umfahren. Dass er gut ausschaut. Wie Sau. Aber gut. Da haben wir ein bisschen größere Fläche. Ah, okay.
Ist der Weiß da wieder mal irgendwo links weggegangen? Beziehungsweise rechts? Ah, da geht's noch los. Weil da geht's nirgends so lang. Gucken wir da noch. Da haben wir ein bisschen einen langen Berg, wo wir da haben. Ah, okay. Also ein bisschen bremsen. So, kann ich nicht rollen lassen. Im ersten Gang, da bremst der Motor noch gut. Ich hätte zwar gemeint, die Daten irgendwo auf unsere Wiesen rauskommen. Ja, ich frage jetzt einfach mal lang, weil es war der einzige Weg, wo es da entlang ging. Und ich war mir da eigentlich relativ sicher, dass ich da einen Weg gesehen habe, der wo zu unseren Wiesen lang wird. Aber es kann natürlich gut sein, dass ich da ist. Ah, da geht's jetzt mal rechts weg. Ja, vorher ist da mal rechts weg. Aber wie gesagt, das gehört alles uns, soweit ich weiß. Schauen wir dann gleich nochmal nach, wenn wir da jetzt auf der Wiesen rauskommen. Da wissen wir, dass wir richtig sind, aber das schaut gut aus. Ja, da wäre es lichter. Statt der Jagdstanze. Ja, da können wir, glaube ich. Da können wir da noch, wo wir noch weiter. Genau, nehmen wir an unsere zwei Wiesen noch. Ah, die Oiso 8 Sound. Okay. Das heißt, die könnten wir. Die können wir jetzt sammeln, weil da ist ein geschotterter Kiesweg. Und das ist ja auch nicht für die Zufahrten, was dann wohl nicht geht. Und dann schauen wir nochmal kurz auf unser Tablet. Ah nein! Da ist der Kies. Wir sind da daneben, du. Okay. Wie gesagt, der wollte hinter uns gehen. Ich lasse ihn jetzt mal kurz da stehen. Da schalte ich ihn aber schnell ab, weil. Braucht die jetzt nicht laufen. So, machen wir die wieder zu. So passt. Wie gesagt, der Wald da gehört uns. Der Flugzeug ist auch wieder unterwegs. Das ganze Wald, wo wir so gerade durchgefahren sind, gehört uns. Ich stehe, also wollen wir mal schauen, ob wir da drüber springen. Weil ich habe jetzt so keinen. Okay, ich hätte hinten rumlaufen können, da ist kein Zoll jetzt, ne? Gut, laufen wir da mal schnell oben. Okay, da ist gar kein Weg dazwischen. Ich hätte jetzt gemeint, da ist ein Weg zwischen. Ah, ich habe jetzt mein Tablet ein bisschen dann flackern lassen. Jetzt hätte ich jetzt einmal schon da reinschauen können, aber mei. So, schöpfen wir da mal drüber. Okay. Da haben wir so einen kleinen Hügel. Ich weiß jetzt nicht. Kann natürlich das einzige, kann natürlich normal sein, dass er sich von Natur aus so abgeformt hat. Oder. Wenn es jetzt der Trend gerade noch geht, dann glaube ich, ist es zwar eher netter. Ja, hier ist auch so ein kleiner Wall. Kann natürlich sein, dass vor irgendeiner ewigen Zeit mal eine kleine Burg oder was dann war. Dafür ist er bloß aber fast, glaube ich, jetzt klar. Kann natürlich vom Ende wieder ein Hügelgrab sehen. Weiß ich, glaube ich, jetzt eher weniger, glaube ich, weil so viel Stor da so ist. Weil die haben da, glaube ich, schlecht. Da Gräber nicht machen können. Wenn da so viel Stor drin sind, so groß, ja, Felsen. Und sei fast. Bisschen Wald. Nein, ich weiß jetzt halt, weil aus der Nähe, wo ich hinkomme, gibt es da was auf dem Berg da. Kann natürlich aber sein, dass es vom Krieg ist. Aber. Nein, man weiß nicht. Kann ich mal noch mal fragen, ob. Bei der Ortschaft, ob die da noch genau was wissen. Oder von der Gemeinde besser gesagt. Wie gesagt, das sind unsere zwei Wiesen da. Wald da hingehört alles uns. Das heißt, wenn wir jetzt da außen mal einen Rundzahn haben oder mal einen rausziehen müssen, können wir da in die Wiesen reinfahren. Das ist aber relativ praktisch. Alter, also, das sind schon große. Was glaube ich, sind das jetzt Fichten, Kiefern, ein Obo da. Aber ja, gut. Jetzt bin ich. So, nehmen wir da drüber da. Okay, gut, dann passt das. Dann haben wir da soweit alles angeschaut. Da können wir jetzt eigentlich wieder uns auf den. Fast nach Hause wie gemacht habe, beziehungsweise zu unserem letzten Acker noch fahren. So, schaut mir nochmal den Motor auf. Ja, ist gut angesprungen, wunderbar. Der ist jetzt auch schon sehr warm. So, und dann gucken wir nochmal schnell nach. Den habe ich falsch fahren, aber wir müssen jetzt eigentlich bloß geradeaus. Geradeaus und dann durch die Ortschaft, beziehungsweise durch die kleine Ortschaft durch. Können wir da unten raus? Ja, können wir. Und dann hier links. Da die Abzweigung noch und dann den ersten Weg dann gleich wieder dahinter. Gut, das dürfte ich noch bringen.
Dann können wir da rausholen. Wunderbar, passt. So, naja, schön, das sind hier zwei E-Zaun-Devisen. Ah, da vorne ist der Eingang drin, ah, okay. Ich muss mal schauen, dann werde ich die Wiesen tatsächlich wahrscheinlich da auch jetzt sammeln. Weil es spricht zwar natürlich nichts gegen, wir haben keinen Weg dazwischen, also vom rechtlichen her gesehen. Aber da ist ja schon, beide sind schon ein Sound. Und wie gesagt, ich habe es ja darauf abgesehen, dass ich markier mache. Und ja, da war natürlich, das ist natürlich, wenn es ein Sound ist und wenn der Sound noch gut ist, brauche ich den nicht wegreißen. Und so habe ich dann noch zwei Flächen, wo es unterschiedlich abgrosen können. Und die sind jetzt doch halt klar. So, dürfen wir da reinfahren? Glaub schon. Nein, wir fahren einfach mal längs. Da haben wir ein Silo da. Ah, da ist auch ein kleiner Betrieb. Schau, oh, ah, das ist ein bisschen ein kleiner Betrieb. Ein bisschen ein größerer Betrieb, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, wir sind da vielleicht auf Privatgrundstück. Ich glaube echt, dass da ein öffentlicher Weg durchgehört. Okay, schnell raus da. Da ist ein Sei. Ah, da hat Kier und Sei anscheinend. Ah, okay. So, jetzt sag ich gerade raus, sie werden wahrscheinlich auch innen drin sein. Mir ist wahrscheinlich geholt. Aber wir sind reichlich vertreten an verschiedenen Viechersorten hier. So, können wir rudern. Das können wir hier ohne Probleme rausholen. So, da vorne ist dann gleich der Hauptstraße. Ah ja, da habe ich nämlich vorher gut, dass ich da reinfahre. So. Kommt da, kommt da einer. Aber ist der vorbei, ist der weiß. Ja, da werden wir nicht mehr rauskommen. So, jetzt kommt aber nichts. Wenn wir jetzt wahrscheinlich. Ah, da kommt schon wieder der nächste. Schau da hin. Die können wir mal so schnell abgeschossen. Das machst du gar nicht. So, passt. Da müssen wir da vorne, aber dann muss ich gleich wieder rechts. Und dann wieder links. Und dann kommen wir da zu unserem letzten Acker. So. Können wir eigentlich schon rausschalten. Da vorne ist wieder eine Kreuzung. Können wir durch. Nix, der blinkt. Passt. Und dann müssen wir eigentlich da schon gleich wieder rein. Ey, alles gut. Du musst da schon wieder rein. So. Dann sind wir wieder die Hauptstraße weg. Und dann können wir jetzt hier entlang fahren. Da wo hoffentlich nichts kommen darf. Ich habe jetzt gerade geschaut, was das vorhin gerade für Schüttler war, oder? Normalerweise ist immer landwirtschaftlicher Verkehr oder so weiter frei. Weiß jetzt gar nicht, wie weit müssen wir echt da jetzt hinfahren. Müssen wir bei unserem Acker so sein. Halten wir da nochmal schnell. Wir sind da oben, wir müssen ein gutes Stück hinterher. Der letzte Acker sein wir, okay. Gut. So, jetzt fahren wir da wieder raus. Und der ist ein bisschen schlecht. Da geht's im Berg rauf. Möchten sie? Ah ja, ging. Okay, der zieht gut drauf. Und wir haben jetzt natürlich auch nichts hinten drauf. Aber ja, unsere Acker sind weit verstreut, da haben wir schon wieder ein paar Objekte, die wir fahren müssen. Weil wir sind da jetzt schon, oh, knapp, dreiviertel Stunde unterwegs. So, da haben wir unseren Acker da. Ein paar Raps drauf. Laut den Stoppelnadel, wo man noch sieht. So, ich halte da mal wieder kurz Werbe. So, dann auch. Ja, wie gesagt, ich habe so Raps drauf bin. Ja, unsere Flächen sind da auch echt zu klar.
Ah, da haben wir dann auch schon wieder was hier was zum Arbeiten. Ja, aber wie gesagt, wir fahren jetzt wieder heim. Beziehungsweise soll ich euch da mitnehmen. Ja, ah, komm, ich nehme euch nochmal das letzte kleine Stück leider mit. So, ja, ganz auf dem Weg schaffen wir es jetzt zum Train, aber der Acker gehört ja uns. Das heißt, wir haben nichts gegen, wenn man da nicht fahrt. So, schaut ja, was weiß ich jetzt mal auf vierten Gang, dann haben wir da mal wieder schneller heimkommen. Aber wie gesagt, ja, dann haben wir soweit alles abgeschaut, das heißt, wir können eigentlich dann demnächst schon in. Ja, wahrscheinlich nicht ganz in Bodenbearbeitung gehen. Aber, wir können uns auf jeden Fall was umschauen. Kommt da jetzt einer oder steht da einer dort? Ich hab da was hier glänzen sehen. Ah, nein, es war Folie, oder? Mit Tent. Ich hätte jetzt gerade gemeint, da kein Bau da. Ah, nein, ne, das ist da hinten, wollte man. Ja, kann sein, dass so eine Folie wie du hier glänzt hat. Oder irgendwas ähnliches. Oder ein Haustuch und was sie da. So, ja, da fahren können wir wieder auf die Hauptstraße auf. Das passt auch. So, ja, hier ist irgendwie immer fleißig Verkehr auf die Hauptstraße. Ne? Das passt, da kommt nichts vor dem Beton, schon fahren wir jetzt nochmal raus. Wir waren jetzt noch so schön im Schwung. So, das heißt, ja, wir fahren jetzt wieder heim. Jetzt kurz überlegen, ob wir hinten fahren sollen, dann. Aber jetzt sind wir da schon dran, dann können wir noch mal ein bisschen wieder ausfahren. Mit seine 43 km/h, die gut läuft. Ich weiß gerade, hat der einen 40er Papadam? Sieh jetzt gut, ah, da drunter ist er so am Schutzblech. Ah, da hinten können wir schon wieder die nächsten Autos, ich hab's schon gesehen. So, aber da vorne müssen wir jetzt dann gleich wieder rein. Dann haben wir unsere Fahrt geschafft. Wunderbar. So. Ah, da sind wir wieder auf unserem Hof zurück. Schön, schön. Ich hätte natürlich auch das Auto nehmen können, weil es zwar ein bisschen schneller gewesen, aber ich weiß ja natürlich auch, wie die Bodenverhältnisse. Wir haben zwar einen Ford Ranger, aber trotzdem. So, nehmen wir da lieber einen Diesel und der muss auch mal ein bisschen ausgefahren werden als fürs Auto. Das Auto läuft mehr. So. Oder können wir halten lassen? Dann klappen wir das Lenkrad für die. So, und sich Tablet nehme ich wieder mit, das lasse ich doch locker. So, scheinbar haben wir nichts aufgemacht. Mal wieder zu da. Ja. Wunderbar, dann haben wir unsere Rundfahrt auch geschafft soweit. Da fängt es mal wieder schön warm waren und ja, da hat der 5 Meter komplett ausgereicht. Ich weiß gar nicht, der Gras läuft der 50 mit? Oder hat er bloß 40er Papa hinterm? Nein, da hat 50er Papa hinterm. Ja, weil wir zwar ein bisschen schnell unterwegs gewesen, aber. Mei. Ich muss aber das Gras jetzt auch nehmen, wenn wir auch Leute lernen sollen, für sowas eh nicht mehr kommen. Ja, wie gesagt, ich werde mir jetzt dann mit dem Landmaschinenhändler in Kontakt setzen, wann wir das Gerät ausleihen kann, für Bodenproben. Und ja, ansonsten werde ich den Tag dann noch ein bisschen ausklingen lassen, mal schauen, ob ich dann noch irgendwas mache. Vielleicht noch ein bisschen am Eier weitermachen, wenn ich Lust habe. Und ja, wie gesagt, dann darf ich mich fürs Zuschauen auch schon wieder bei euch bedanken. Und ja, dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier von dem wunderschönen Bergischen Land. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis später, macht's gut.